Ja, liebe Freunde, willkommen zurück in Stratingen, willkommen zurück bei City Skylines 2 zu unserem nächsten Part. Und ja, im letzten Part am Ende haben wir einen Friedhof gebaut, das heißt, neben dem Krematorium gibt es jetzt noch eine zusätzliche Möglichkeit. Ja, der Friedhof dient ja auch so ein bisschen als Erholungszentrum, das heißt, ich glaube, es geht auch so ein bisschen in Richtung Park. Hier sehen wir es genau, plus 3 Erholung im Innenraum und plus 3 Wohlbefinden in einem Umkreis von 300 Metern, das heißt, die Leute, die sind dann anscheinend eben auch gerne da, um sich eben von ihrem Liebsten ja, zu verabschieden, beziehungsweise um sie zu trauern. Und ja, dementsprechend sollten wir auf jeden Fall schauen, dass wir hier noch ein bisschen Wohngebiet machen. Das wäre auch ganz wichtig, denn wir sehen hier in diesen Bereichen, dass nicht genügend Kunden sind. Ich habe gesehen, wenn das kommt, dann liegt das eben oft einfach daran, dass in der direkten Umgebung keine Kunden sind. Das heißt, damit hier Kunden hinkommen, müssen sie extra mit den Autos hinfahren. Man sollte es also eher so machen, wie es im echten Leben auch so ist, dass man halt einfach in Wohngebieten dann immer wieder so an den Ecken mal kleine Geschäfte hat oder sowas in der Art. Aber dass eben sonst diese Riesenzentren, wie hier in diesem ganzen Bereich hier, die haben dann immer Probleme mit den Kunden. Das werden wir jetzt versuchen, etwas zu bessern. Das heißt, ich würde sagen, wir kaufen jetzt hier dieses Rechteck noch dazu und werden dann vielleicht auch hier noch Wohngebiete ausbauen. Ich möchte hier trotzdem alles in allem, glaube ich, eher in Richtung niedrige Dichte, wobei hier könnte man dann schon höhere Dichte machen. Irgendwo wäre schon cool, wenn wir so ein Stadtzentrum und Downtown hätten. Vielleicht gehen wir dann in die Richtung, müssen wir mal schauen. Ja, auf jeden Fall werden wir hier mal schauen, dass es mehr Wohngebiete gibt, damit hier auch mehr Kunden kommen. Man sieht eben hier, dass diese Dichte nicht optimal ist. Also die geringe Dichte ist nicht optimal, um an so einer großen Straße zu sein, das will ich damit sagen. Das heißt, man könnte mittlere Dichte hier durchaus machen, die wird aber gerade absolut nicht gefordert. Wir brauchen mehr niedrige Dichte, deswegen würde ich sagen, machen wir hier vielleicht diesen ganzen Bereich hier noch mit niedriger Dichte. Der ist dann auch hier so ein bisschen in der Nähe und den können wir da auch hier so schön anbinden, denke ich mal. Dann haben wir es, glaube ich, ganz gut. Das heißt, ah, das ist eh nur eines mit 28.000, das ist ja ein Schnäppchen. So, gut. Dann ist jetzt nur die Frage, wie wir hier durchkommen. Also ich würde sagen, wir werden so eine vierspurige Straße hier so kurvig rüber machen und dann dazwischen so kleine Straßen, wo wir dann die Wohngebiete pflanzen. Pflanzen nämlich. So, versuche das jetzt wieder etwas schöner und organischer zu machen, damit eben alles nicht zu eckig aussieht. Dann werden wir hier mitten rein einen Kreisverkehr machen. Irgendwo. Hier und hier vielleicht, genau. Und dann können wir hier auch mit mittlerer vierspuriger Straße verbinden. Genau. Und dann machen wir hier so kleine Straßen weg. Das heißt, wir sagen hier vielleicht noch so eine kleine weg. Das ist jetzt wieder nicht kurvig. Das ist jetzt zwar alles andere als effektiv vom Bauen her, aber wie gesagt, ich bin da sowieso eben so, dass ich jetzt nicht sonderlich effektiv bauen möchte, sondern einfach ein bisschen schöner und ein bisschen organischer, damit jetzt nicht alles super langweilig rechteckig ist. Ja, hier werden wir in die Richtung gehen, damit hier eben mehr Kunden entstehen. Das heißt, hier schauen wir mal, dass wir ein paar Wohngebiete bauen. Hier werden wir dann vielleicht wieder mit Gewerbe nachlegen. So, lassen wir mal mit langsamer Geschwindigkeit laufen. Es wird ja noch einiges am Wohngebiet verlangt, also schaut das dann vielleicht eh nicht so schlecht aus. Und dann sollten die hier in der Nähe ein bisschen mehr Kunden haben, weil da können die Leute dann halt auch wirklich rüber spazieren. Also ich glaube, das geht recht gut. Hier haben wir zwar jetzt schon einige Wohngebiete, aber es dürfte noch immer zu wenig sein. Oder einfach zu viel Gewerbe aktuell in der Nähe. Hier sieht man, die haben kaum Kunden in der Nähe. Hier ist es zum Beispiel relativ gut. Aber auch hier haben wir fast ein bisschen viel Gewerbe. Also ich glaube, wir müssen das in Zukunft einfach ein bisschen cleverer aufteilen. Jetzt haben wir da gerade was gemacht und jetzt ist es wieder abbruchreif. Aha. Ach so, weil das so ein Mini-Grundstück in der Mitte ist. Wahrscheinlich geht es sich deswegen nicht aus. Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. So, hier würde ich gerne mittlere Dichte hinpacken. Schauen wir mal, ob da jetzt schon jemand hingeht. Wenn Nachfrage haben wir momentan keine. Aber ich würde das auch gleich hier so machen. Hier vielleicht noch geringe Dichte.
Damit wir dann hier. Den Park, den könnten wir eigentlich auch verschieben. Weil wir haben ja jetzt hier im Endeffekt den Friedhof. Der uns hier ja auch ein bisschen weiterhilft. Wobei er nicht als Park aufscheint. Na, dann lassen wir den vielleicht doch da stehen. So. Das ist jetzt gerade abgerissen worden. Das passt. Also das läuft soweit nicht so schlecht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir dann hier eben im Idealfall bald mal mehr Kunden hinbekommen. Das ist einfach zu viel Gewerbe. Das ist definitiv zu viel. Da fahren die Leute zwar hierhin einkaufen, aber das ist bestimmt nicht optimal. Wenn ihr da Ideen habt, bitte natürlich auch immer gerne in die Kommentare. Ich bin immer dankbar. Hier haben wir nicht genügend Kunden. Da habe ich mir aber auch gedacht, dass die vielleicht einfach, wenn sie in der Industrie, im Industriegebiet arbeiten, dass sie dann halt hier einfach hingehen und sich zum Beispiel im Shop Late noch eine Fertignahrung perfekt noch was zum Essen kaufen für die Mittagspause oder für die Nachtschicht. Je nachdem. Dementsprechend habe ich eigentlich gehofft, dass das auch ein bisschen besser funktioniert. Aber das hier ist genau das, was ich wollte. Wohngebiet mit ein bisschen Gewerbe dabei. Wie schauen wir da oben jetzt aus? 33 Angestellte, das ist okay. Das ist wirklich in Ordnung, denke ich mir mal. Vom Geld her geht es gerade bergauf. Ja, wir machen wirklich Gewinn, Leute. Wie cool ist denn das? Zum ersten Mal in meiner City Skylines 2 Karriere, nämlich in meinem privaten Safe, mache ich auch regelmäßig Minus. Da kriege ich das immer nur durch diese neuen Meilensteine wieder rein. Nicht schlecht. So. Die Frage ist, ob wir daraus dann vielleicht später auch, dass wir diese Gewerbebetriebe hier wegtun und hier auch noch hohe Dichte hinmachen. So in der Richtung. Ich mache das jetzt einfach mal. Weil je weniger Gewerbe wir haben, desto mehr teilen sich dann die Kunden wahrscheinlich auf. Und dann machen wir hier so ein bisschen ein Downtown, wo die Leute halt in so Reihenhäusern wohnen. Und dann ist halt generell die Frage, ob wir hier später dann mal so eine Autobahn rüber machen. Vielleicht machen wir hier unser großes Stadtzentrum mit Hochhäusern und Co. dann später. Wäre auch eine Überlegung. Was wir jetzt auf jeden Fall wieder brauchen, ist neue Industrie. Das heißt, wir geben hier die Bereiche frei. Hier vorne lasse ich wieder frei für den Fall. Ja, wobei Gewerbe könnten wir auch hier hinpflanzen. Schaut mal, jetzt geht nämlich wieder die Gewerbenachfrage hoch, nachdem Industrie runtergeht. Es ist ein ständiger Balanceakt. Aber der Verkehr läuft momentan noch recht gut. Also ich bin gespannt, wie lange es noch dauern wird. Also hier ist ein bisschen was los. Da könnte man halt auch schauen, dass es hier einfach so eine Umfahrung gibt, dass die Leute dann hier rauffahren und geradeaus weiter. Wobei ich nicht weiß, wo die herkommen. Von auswärts wahrscheinlich. Aber das wird dann ja später das Lustige, wenn wir dann beginnen, große Kreisverkehre zu bauen und richtig komplizierte Kreuzungen zu bauen. Auf das freue ich mich ehrlich gesagt jetzt schon. Da werde ich dann wahrscheinlich eher auch eure Hilfe brauchen. Das könnte man eigentlich auch noch miteinander verbinden. Das könnte auch noch für Entlastung sorgen, dass die hier, die runter wollen, gleich hier fahren. Das entlastet vielleicht eben den oberen Kreisverkehr. Ach so, kann ich nicht, stimmt. Da ist ja unser holzverarbeitender Betrieb. Habe ich ganz vergessen. Theoretisch ging es nur hier unten vorbeizufahren, glaube ich. Nee, das geht nicht wirklich. Na gut, dann ist das nix. Also hier wird abgerissen. Und da kommen dann schon neue Wohngebäude hin. Und die Nachfrage nach Gewerbe steigt jetzt mal minimal. Da könnte man dann auch schauen, hier so an den Kreuzungen. Ich werde das in Zukunft so machen, dass ich hauptsächlich an den Kreuzungen so Gewerbebetriebe mache. Hier scheint es eigentlich sehr gut zu sein. Viele Kunden. Also bei denen müsste es gut laufen. Ich muss dann, glaube ich, echt einfach ein bisschen mehr auf diese Heatmaps achten beim Bau von solchen Dingen. Also auch hier müssen wir schauen, dass wir noch mehr Kunden hinbekommen. Könnte man auch schauen, wenn man hohe Dichte braucht, dass man dann hier noch weiterbaut. Aber es wird besser, so wie es aussieht. Und es wird weiterhin Wohngebiet gefragt. Das heißt, da wir momentan eh so viel Geld haben, würde ich sagen, bauen wir hier oder kaufen wir hier gleich mal weiter. Dass wir hier dann auch weiter bauen können. Und das Eck brauche ich eigentlich auch noch. Und dann können wir hier. Ja, ich hoffe ehrlich gesagt, dass die ganzen vierspurigen Straßen das noch schaffen, weil sonst werde ich sagen, wenn wir hier bald mal eine Autobahn bauen,
Schnellstraße könnte man schon machen. Dass wir hier die Verbindung hier oben eigentlich entlang machen. Bis hier so rüber. Dass die Leute, die von der Industrie hier zum Beispiel in die Wohngebiete fahren wollen oder hier zum Gewerbe, dass die dann hier abfahren können. Und wir dadurch diese Straßen ein bisschen entlasten. Ich meine, im Moment ist es noch nicht so tragisch, aber wir haben halt auch erst 4000 Einwohner. Also, da sollten wir auf jeden Fall einen Blick drauf haben. Die Nachfragen steigen jetzt gerade in allen drei Bereichen. Ich würde sagen, im Moment baue ich jetzt hier mal weiter, so wie wir es momentan machen. Das heißt, vierspurig die großen Straßen und dann eben später die kleineren Straßen mit zweispurig für die Wohngebiete selbst. So, ich baue hier mal runter. Auch hier runter. Und dann hier eine zweispurige Straße. Kann ich hier vorbeifahren? Nee, wahrscheinlich nicht. Dann bauen wir hier noch einen Kreisverkehr hin und hier in der Mitte schaut es eigentlich blöd aus. Also würde ich sagen, machen wir hier einfach weiter. Das ist doch ganz nett hier. Und auch hier rüber. Jetzt ist da der Kreisverkehr weg, merke ich gerade. Aber okay. Bauen wir hier vielleicht einen hin. Einen kleinen. Müssen wir hier dann noch ein bisschen eine Anbindung haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier drüben ist an der Klippe. Also zu wohnen ist sicher schön. Schöne Aussicht. Deswegen bauen wir hier vielleicht die Straße relativ nahe ran. Dann hier mal wieder so einen mittleren. Ach so, das war eigentlich gerade doof. Mittleren Kreisverkehr, weil dann wollte ich hier eigentlich. Na, wobei. Machen wir so. Dann hier einfach die Straße so rüber. So, das könnte ganz schön werden. Ich weiß nicht, ob ich das hier noch anbinden soll, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich möchte eigentlich, dass die große vierspurige Straße immer nur so große Knotenpunkte hat, aber nicht mehr. Schaut mal hier die Nachfrage nach Gewerbe an. Die steigt jetzt in gigantischem Ausmaß. Also wir machen hier unten jetzt weiter. Oh, da unten sollte ich nicht. Wie kann ich nochmal... Nein, mit rechter Maustaste kann ich die wegtun, weil die sind sonst im Wasser. Das hatten wir schon mal. Und dann werden wir vielleicht hier vorne an den Kreisverkehr so ein paar Shops machen. Nicht zu viel. Ich möchte hier nicht übertreiben noch. Hohe Miete. Da haben wir halt das Problem mit der hohen Miete. Und zwar ist es dann eben so, wenn du eine Gegend hast, wo du schöne Parks in der Nähe hast, wo du Schulen in der Nähe hast und so weiter, dann steigen dort natürlich die Mietpreise. Das heißt, Leute mit niedriger Miete, die müssen natürlich auch irgendwo wohnen. Das Gequatsche nervt wirklich. Und dementsprechend braucht man halt auch Regionen, in denen die Leute halt, so schlimm es klingt, was ist da los? Das Wohngebiet hat keinen Fußgängerzugang. Aha. Okay. Dementsprechend braucht man halt auch Gebiete, wo man nicht so viel anbietet, damit halt Leute mit niedrigerem Einkommen dann sich diese Mieten dort halt leisten können. So habe ich es zumindest verstanden. Müssen wir mal schauen, wie wir das lösen. So, Gewerbe ist eh schon runtergegangen. Da wird schon ein bisschen was gebaut. Wohngebiete sind massiv runtergegangen. Und dann würde ich wirklich sagen, wenn wir später dann hier mal so eine große Verbindungsautobahn machen, hier oben so rüber, quasi beim Zug entlang vielleicht oder so. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wobei beim Zug entlang so eine Sache ist, weil das dann natürlich bedeutet, dass
man die Abfahrten so machen muss, dass sich das mit den Schienen nicht irgendwie in die Quere kommt. Das könnte dann wieder ein bisschen tricky werden. So, hier bräuchten wir auf jeden Fall Gewerbe, so wie es aussieht noch. Hier sind nämlich viele Kunden, deswegen würde ich sagen, mach mal daraus. Hier könnte man noch ein bisschen Gewerbe machen und ich würde sagen auch hier. In dem Bereich vielleicht noch. Und es wird wieder Industrie benötigt. Wie viele Einwohner haben wir? 4200 schon. Es geht dahin. Zug wird sich halt hier auch perfekt anbieten, um Industriegüter dann wegzubringen. Und das kleine Kohlekraftwerk, das könnten wir eigentlich auch verschieben. Hier wird Stein abgebaut, aber keine Kohle. Aber hier so an den Rand, neben das Bergwerk, wäre vielleicht schon sinnvoll. Vielleicht machen wir das mal raus aus dem Gebiet hier. Wobei wir hier 10 von 10 Angestellten haben. Wenn ich es darüber verschiebe, könnte es wieder sein, dass wir Probleme kriegen, Angestellte zu finden. Das wäre nicht optimal. Da muss man ja alles mitbedenken hier. Ich finde die Vorstadt echt nett. Ich glaube, da würde ich am ehesten wohnen. So, dann machen wir hier mal wieder einen Kreisverkehr. Ich glaube, das ist ein kleiner, oder? Das ist ein mittlerer? Ah, das ist ein kleiner. Ich weiß zwar echt nicht, ob ich das sonderlich gut löse hier in der Industrie mit dem Kreisverkehr. Aber irgendwie finde ich, schaut es halt einfach nett aus, wenn wir das so machen. Dann haben wir hier wieder Industrie rein und ein bisschen Gewerbe dazu. Anscheinend ist es schon so, also hier klappt das jetzt auch wieder mit den Einkaufsmöglichkeiten. Im Moment sieht alles relativ gut aus. Bin zufrieden. Jetzt könnte man hier noch die Gebiete weitermachen. Da geht hier so ein kleiner Kebabladen aus. Schauen wir, ob es wirklich Kebabs werden, das wäre lustig. Almost Meat. Es ist zumindest ein Imbiss, glaube ich. Finde ich cool. Da würde ich auch wohnen, glaube ich. Bei einer Klippe, ich habe Höhenangst. Weiß nicht, ob das so optimal wäre. Aber hier vielleicht schon. Nein, es kommt schon wieder ein Tornado. Also schon wieder. In meinem privaten Safe hatte ich schon mal einen. Oh. Das war der Guinness Buch der Rekorde, der kürzeste Tornado der Welt. Ich weiß nicht, wie lange der schon gewütet hat hier, aber das war echt mickrig. Und das Gebäude hier ist wieder verlassen. Also ich würde sagen, diese hohe Dichte, die werden wir hier jetzt mal wegtun. Das scheint da nicht wirklich zu funktionieren mit diesen billigen Mietwohnungen. Wenn ihr da Tipps habt, wie ich das hinkriege, dass die ins Laufen kommen, dann schreibt es mir bitte. So, jetzt haben wir wieder massiv Nachfrage nach Gewerbe und jetzt geht auch die mittlere Dichte wieder hoch. Auf die freue ich mich auch immer wieder, weil die können wir nämlich schön kombinieren. Gemischtes Wohngebiet, da kann man reinhauen zum Beispiel. Dann haben wir nämlich mittlere Dichte mit Gewerbe darunter. Und dann schauen wir hier jetzt nochmal. Ja, ich habe auch hier noch Gewerbe dazu. Weil hier sind scheinbar viele Kunden in der Nähe. Dann sollte das ganz gut funktionieren. Hier wird noch nicht gebaut, so wie es aussieht. Ja doch, jetzt. Sehr gut. Die Händelstraße. Da könnte man so eine Müllinsel machen. Die Müllabfuhr dahin packen. Sollen wir das Kraftwerk verschieben oder nicht? Wahrscheinlich müssten wir dazu mal hier dieses Wohngebiet noch ein bisschen mehr ausbauen, dass hier auch genügend Leute in der Nähe leben, die dann arbeiten dort könnten. Das wäre noch eine Überlegung. Ja, Nachfrage nach Gewerbe kurz runtergegangen, jetzt steigt sie wieder. Also hier würde es mich auf jeden Fall auch interessieren, noch ein bisschen Gewerbe zu machen. Ich hoffe, dass das im Moment gut funktioniert, weil hier später natürlich noch viel Wohngebiet sein wird. Wir werden das hier miteinander verbinden, das können wir hier gleich machen.
damit wir hier später schon mal wieder alles mögliche an Straßen vorbereitet haben. Das muss ich ein bisschen, da muss ich mehr ausholen. So sieht es ja ganz nett aus, hier mit einem mittleren Kreisverkehr. Von dem aus wir dann vielleicht hier runter verbinden. Ich bin ja so gespannt, wie das später mit dem Verkehr noch wird. Ob ich mich da komplett verplan gerade oder ob das eh so passt. Aber ich arbeite echt gern mit Kreisverkehren. Ich glaube, das wird schon ganz gut passen hier. Und gerade hier dann in solchen Bereichen kann man natürlich auch mit kleinen Kreuzungen und so arbeiten. Ich glaube, dass das nicht ganz so dramatisch ist dann. Fahren wir mal hier entlang. So. Sieht auch ganz nett aus dann später, wenn das bewachsen ist. Also bewohnt, nicht bewachsen. Und was ich auch ganz gern noch hätte, ist, ich hätte gern Bäume gepflanzt. Wie geht denn das? Ich glaube, das muss man auch freischalten. Oder nicht? Wo kann man Bäume pflanzen? Landschaftsbau. Vegetation, da geht das. Weil was ich ganz gerne hätte, wäre eben gerade so in so Zwischenbereichen, dass man Bäume pflanzen würden. Fichte, Birke. Machen wir mal Birken. Oh, die sind so klein am Anfang hier. Aber da hätte ich so gerne ein kleines Wäldchen. Dann hier mitten. Kann ich in den Kreisverkehr nichts bauen? Oh, das ist ja ärgerlich. Ist auch nicht, wenn ich ranzoome. Nein. Schade. Das wäre irgendwie schon ganz nett. Was haben wir jetzt? Kiefern, oder? Birken. Birken waren das so. Ja, dann. Ich hoffe, dass die dann mit der Zeit hier anwachsen. Dass das Ganze dann auch ein bisschen organisch aussieht. Sonst sieht alles schon ein bisschen trostlos aus hier. So, ich gehe, lasse in der Zwischenzeit ein bisschen weiterlaufen. Da haben wir eh auch so kleine Wäldchen, also ich glaube schon, dass das auch von selber so ein bisschen wächst. Kann ich da generell? Also mehrfach platzieren. Ach, schaut mal, das ist ja cool. Der platziert dann einfach irgendwo hin. Das finde ich sehr nett, muss ich sagen. Neben den Birken machen wir jetzt noch ein paar Fichten. Also hier war es eigentlich doof, weil da kommen überall Wohngebiete hin. Wenn, dann sollte ich es in den Gebieten machen, die eigentlich schon ein bisschen fertiger sind. Plant 100 Trees, habe gerade eine Errungenschaft bekommen. So, dann gehen wir hier noch rüber in das schöne Wohngebiet da drüben. Ja, ich meine, da ist sowieso relativ viel Wald. Aber sieht ganz nett aus. So, wir haben schon wieder Nachfrage nach Gewerbe und zwar massiv. Wo haben wir das eine Haus hingebaut mit Gewerbe drunter? Das ist das hier. Ja, perfekt. Da ist eine Apotheke drunter. Das ist eh ganz nett. So. Also hier sehen wir nach wie vor, dass die Nachfrage nach Gewerbe relativ groß ist. Theoretisch könnte man hier diese Wohngebiete mit Gewerbe ersetzen. Könnte hier in dem Bereich Sinn machen, um ehrlich zu sein. Weil hier eben eine große Kundendichte ist. Und dadurch die Eignung auch recht gut. Hier mal ein bisschen Gewerbe. Hier unten, ja, dieses riesen Gewerbezentrum, das ist mir jetzt eigentlich echt so im Nachhinein ein bisschen ein Dorn im Auge. Aber das können wir später vielleicht auch noch ein bisschen umbauen. Da könnte man eigentlich auch noch nachlegen, weil da sind so viele Kunden in der Nähe. Da ist die Eignung recht gut. Dafür wird dann die Nachfrage nach Wohnungen wahrscheinlich wieder ein bisschen nach oben gehen, sobald die hier weg sind oder sind schon weg. Im Moment bleibt es noch relativ niedrig. Gut, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Im Moment läuft ganz gut. Ich freue mich, ich habe Spaß, ich hoffe ihr auch und wäre schön, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei seid. Bis bald, danke, ciao.